Jo, ihr Maschinen, wir haben ja einen Kommentar bekommen unter unser Video, dafür sagen wir erstmal Danke. Danke, danke auch für die Blumen, die wir bekommen haben und für dieses Bier. Es geht heute um das isometrische Training, das vielleicht der ein oder andere schon mal in Kevins, das ist dieser Mensch, oder in meiner Story gesehen haben, deswegen gibt es heute den Erklärbär. Und wir erklären euch ganz kurz, was isometrisches Training ist. Heute mal eine kürzere Folge, könnt ihr also auch auf dem Klo anschauen. Das nimmst du schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Dieses Video wird unterstützt von Durex, denn alles, was wir heute machen, ist mit Gummi und ist deswegen super sicher. Denn man sagt auch Spaß in der Box, nie ohne Gummi. Pull-up-Fans. Ihr Lieben! Oder? Ihr Maschinen. Hallo liebe Liebenden. Kennst du den Briscoe Schneider von... Hallo liebe Liebenden. How to isometrisches Training. Grundlegend vorneweg, isometrisches Training kann man in unterschiedlichsten Varianten ausführen. Man kann es natürlich komplett isometrisch halten. Ich habe ganz gerne noch eine dynamische Komponente dabei. Hast du gesagt, warum man das machen soll? Das wollte ich gerade danach sagen. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Okay. Hören Sie weiter zu. Isometrisches Training, gerade in der isometrischen Position, hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Man braucht kaum Gewicht. Wir haben hier eine leere Langhantel und Zusatzbänder. Wenn ihr noch nicht so drinnen seid, reicht es sogar, die Zusatzbänder wegzunehmen. Dann werdet ihr schon einen ordentlichen Burn spüren in eurer Muskulatur. Ihr sprecht aufgrund der Tatsache, dass ihr gegen diese Hooks hier da oben zum Beispiel jetzt gleich drückt, sprecht ihr den großen Querschnitt der Muskulatur. Das heißt, viele Muskelfasern müssen feuern, um dagegen zu drücken, weil wir wirklich mit maximaler Kraft dagegen drücken. Der weitere Vorteil, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht viel Gewicht dazu nötig und wenn man das dann obendrauf auch noch mit was Dynamischem kombiniert, dann ermüdet ihr den Muskel, was somit in eurem Muskel Hormone ausschüttet, die für den Muskelzuwachs und für den Kraftzuwachs von Vorteil sind. Und das Ganze, was wir jetzt gerade machen, wir kombinieren das wochenweise mit dem ganz normalen Standard-Krafttraining, gibt dem Körper und vor allem dem Kopf das Signal, dass der wirklich die ganze Muskulatur ansteuern soll und hilft beim Kraftaufbau und bei den Muskeln auf dem Bau. Das heißt im Umkehrschluss, Muskelfaser Paul will vom Muskelfaser Harald, dass der mithilft. Und dann die zusammen, kennt man ja, in einem Team ist man immer besser. Ne? Das ist jetzt quasi für die Leute, die ein bisschen dumm sind wie ich. Bisschen dumm. Also, wir zeigen euch heute das mal an zwei Übungen. Wir nehmen die Strict Press und wir nehmen die isometrischen Squats. Könnt ihr natürlich auch mit Deadlifts, Bizeps, Curls, es gibt sogar die Bench Press, könnt ihr alle Standardkraftübungen damit machen. Was ihr macht, Setup, ihr nehmt Hooks, also ihr nehmt die ganz normalen Hooks von eurem Squat Rack, stellt sie so weit oben ein, dass ihr, wenn der Kevin jetzt das Gewicht raushebt, zack, wenn er jetzt nach oben drückt, haben wir hier in der Schulter einen 90-Grad-Winkel und hier drückt er jetzt mit maximaler Kraft, er möchte praktisch das Rack aus dem Boden rausreißen, drückt er maximal dagegen. Wenn er das für 30 bis 45 Sekunden, dann geht er einen Schritt raus und dann von hier, von unten bis zur Augenhöhe, drückt er nach oben, das heißt den ersten Teil der Bewegung, Max-Rep-Wiederholungen. Dann von hier, von überhalb der Augen, zack, nach oben, wieder bis 90 Grad runter und dann ganz zum Schluss gibt es die volle Strict Press, runter, komplett rauf. Runter, komplett rauf. Und dann sind wir fertig. Wir können aufhören. Ihr werdet merken, vor allem, weil ihr hier runter Max-Rep machen müsst, dann müsst ihr von der 90 Grad bis zur Streckung Max-Rep machen und dann die ganze Bewegung. Der Muskel wird des Todes brennen und es ist eine richtig geile Sache, das mal ins Training einzubauen. Wie würde das Ganze aussehen, wenn wir Leg-Squats machen? Es würde nämlich auch extrem gut aussehen. Kein, nicht erschrecken, es sieht jetzt extrem gut aus. Leute. Hey. Es ist Brückentag. Wir haben kein Warm-up gemacht und es ist noch sehr früh. Ich bin direkt in die. Ich sag, wir müssen das machen. Das ist ein bisschen unkommod, da reinzukommen, aber genau das gleiche hier. Dann repositioniert ihr die Füße, was wir jetzt auch hier haben, 90 Grad Winkel in den Beinen. Das ist die Position, wo der Muskel am meisten feuern kann. Wir wollen wieder das Rack aus dem Boden rausreißen und drücken mit maximaler Kraft dagegen. Danach geht es einen Schritt raus. Von hier geht es ganz runter in den tiefen Squat und dann bis zur 90 Grad Position hoch, runter, rauf, runter, rauf. Danach von 90 Grad bis in die Streckung, wieder runter auf 90, Streckung, runter 90, Streckung und dann am Ende wieder Max-Rep, ganze Kniebeugen, ganz runter, ganz rauf, ganz runter, ganz rauf. Sie dürfen das Gerät zurück in die
du Racklegen. Oh wow, meine Muskelfasern sind maximal beansprucht. Das war der Erklärbär für das isometrische Training. Nochmal, es gibt unterschiedlichste Varianten. Ich empfehle euch, fangt lieber mal in der ersten Runde mit 20 bis 30 Sekunden an, drücken und dann macht mal ein paar Wiederholungen. Vor allem bei der Strict Press 0 bis 90, 90 bis Streckung und dann ganz, dass ihr merkt, wie das sich anfühlt und danach könnt ihr Vollgas geben. Probiert es aus und kommentiert auch sehr gerne drunter, wenn ihr irgendwelche anderen How-to-Whatever, Muscle-Up, Strict-Pull-Up, Handstand-Walk Videos machen haben wollt. Ja, und auch noch eine Sache wegen den Bändern. Also wir haben jetzt hier so dünne rote Bänder, das sind die dünnsten Bänder, die theoretisch in so einem Set irgendwo zu haben sind. Für Strict Press sind die perfekt. Wenn ihr squattet, habt ihr jetzt eben gesehen, dass die Spannung nicht ganz reicht. Dann könnt ihr die auch doppelt nehmen. Das macht dann am meisten Sinn. Nur dann müsst ihr eine schwerere Dumbbell nehmen, als wir sie jetzt haben. Weil sonst hebt die sich mit hoch. Also die soll natürlich am Boden bleiben. Man könnte jetzt hier schräg noch eine Dumbbell drauflegen, dann passt es auch. Oder ihr habt vielleicht eine 50er Kurzhand liegen und eben, also das Wichtige ist, dass sie am Boden bleiben muss, ne? Das halt. Und hier soll halt schon wirklich Zug drauf sein, weil gerade von der unteren Position nach oben auf die 90 Grad Position sollte man schon Zug spüren. Jetzt. Jetzt haben wir es aber super geklärt. Es war super, okay. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und ich wollte euch einfach nur mal, wenn es euch heute noch keiner erzählt, gesagt hat und jetzt selbst auch das Gefühl habt, dass so mal mehr und mal weniger zu ist, wollte ich euch zwar privat aber sagen, dass ich euch lieb habt.